Es ist einige Zeit her, dass ich eine Android-TV-Box vorgestellt habe. Liegt daran, dass es hier fast keine neuen Entwicklungen gibt. Jetzt also die Great Lizard A95X Pro mit Sprachsteuerung. Der Lieferumfang und die Art der Box sind Standard. Zwei USB-Ports, HDMI, LAN und MicroSD zur Speichererweiterung, wenn man es braucht. Die Fernbedienung geht mit Funk, also kein Infrarot, und daher auch mit USB-Dongle, der gleich einen der beiden Ports belegt. Es ist keine AirMaus, deshalb rate ich zu einem vollständigen Keyboard oder zu einer AirMaus mit Keyboard auf der Rückseite zur Steuerung der Box. Betrieben wird die Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien, welche nicht im Lieferumfang dabei sind. Okay, kommen wir zum Betriebssystem und was da drauf ist und was geht. Wie jedes Android ist es sehr vielsprachig. So ist Deutsch nur eine der vielen Systemsprachen. Es bietet sich bei Android natürlich an, ein Google-Konto zu haben. Ist die Einrichtung dann abgeschlossen, was an sich schnell ging, ist hier der erste Start und damit der Aufbau des Homescreens. In Originalgeschwindigkeit. Und ich muss sagen, oh mein Gott, das habe ich schon schneller gesehen. Irgendwann hatte es die Box dann geschafft. Und ich habe natürlich gleich mal in die Systemsteuerung geschaut. Dort werden die 2 GB RAM und 16 GB Speicher auch angezeigt. Die Apps, die vorinstalliert sind, kann ich alle als sehr gut betiteln. Netflix, Red Bull TV und so weiter. Keine richtige Bloatware, sondern mehr nützliche TV-Box-Apps. Überrascht wurde ich dann in den weiteren Einstellungen, als ich nach dem Systemupdate geschaut habe. Es gibt eins. Das ist bei den meisten 0815 Boxen nicht der Fall. Beim Blick in DRM Info wurde mir schon klar, SkyGo kann man knicken. Als ich dann aber im App Store festgestellt habe, dass nur die TV-Version von Android drauf ist und kein Full Android, musste ich meine Ambitionen weiter runterschrauben. Dadurch hat man eine deutlich eingeschränkte Auswahl im Store und muss auch sonst auf einige vertrauten Funktionen verzichten. Schade. Auf der anderen Seite ist Android TV für die Anzeige auf dem Fernseher und die Steuerung mit den Hoch-Runter-Tasten gemacht. Und die vorinstallierte App Pluto zeigt auch, dass das sehr schön flüssig geht. Aber diese Box hat ja auch die Spracheingabe. Leider geht die nur in dem Homescreen und in den Google-eigenen Apps. Auf Fremd-Apps geht es nicht. Okay Google, das ist schade. Sehr gut geeignet ist die Box also für Videos und Filme, aber auch YouTube oder Netflix, da leider nur in SD-Qualität. Oder die Live-TV-App von Zattoo, welche ich zur WM wärmstens empfehle. Bei Amazon Video war ich zumindest nicht erfolgreich.
Rahmenvertrag. Die Benchmark-Ergebnisse sind viel schlechter, als die Bedienung vorher es erwarten ließ. Das hätte ich nicht erwartet, da an sich alles recht schnell und flüssig ging. Mag eventuell an dem Android TV liegen. Was ist also mein Fazit zu dieser Box? Wer ein bisschen mehr und Vergleichbares zu einem Fire TV sucht, der wird hier das Passende finden. Wer einen Multimedia-Client sucht, der auch Gaming geeignet ist, der wird nicht ganz so zufrieden sein.